Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Liebe Mitchristen, darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst, wo wir miteinander feiern dürfen. Wir stehen zwischen der Auffahrt, Himmelfahrt Christi und Pfingsten und wollen in dem Gottesdienst besonders um den Geist Gottes beten und bitten und singen, dass er uns erfülle, antreibe, bewege, ermutige und tröste. Wir bitten auch um Trost für die Angehörigen von der Frau Miranda Spadini-Longhi, die im Alter von 92 Jahren diese Woche verstorben ist. Sie hat an der oberen Weilenhalde 14 gewohnt. Die Abdenkung ist dann am Donnerstag, am 2. Juni, in der Kreuzkapelle. Wir wollen für Miranda eine Kerze anzünden und an sie denken und alles, was sie für unsere Pfarrei war und geleistet hat und da war. Und einen Augenblick stillhalten. Wir singen um den Geist Gottes, gib uns Weisheit, gib uns Mut bei 229. Himmelfahrt zu Psalm 19, ein Text von Hans-Dieter Hüsch. Herr, ich will dich auch heute preisen und dir Dank sagen. Halleluja! Du schenkst mir wieder festen Boden unter meinen zerbrechlichen Füßen. Auch wenn ich zu zweit oder mit vielen gehe, bist du an meiner Seite. Manchmal atme ich schwer und stolpere den Weg entlang und befürchte, du hast die Erde verlassen.
Doch ich bin töricht, denn dein ist die Welt, dein sind Himmel und Erde. Das ist kein Zwischenraum, kein Unterschied, keine Grenze. Und wenn wir gehen, gehen wir zum Himmel. Und wenn wir kommen, kommen wir zur Erde. Und wenn wir auf der Erde straucheln, hebst du uns auf in den Himmel. Denn Himmel und Erde sind Bruder und Schwester. Wir singen miteinander das Kyrie bei Nummer 70. Wir bitten um Erbarmen in unserer Friedlosigkeit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Wir bitten um Erbarmen in unserer Mutlosigkeit. Wir bitten um Erbarmen in unserer Lieblosigkeit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Der gütige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Lieblosigkeit und Schuld, damit wir voller Freude miteinander leben können und miteinander feiern können. So bitten wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und jetzt singen wir gerade weiter. Ihr Christen, hoch erfreut euch, das Lied zur Himmelfahrt Christi. Er hat die
bis zum Tod. Erhöht hat ihn der starke Gott. Ihm war zuteil ein Name her. Es ruft das All, du bist der Wir hören jetzt eine Lesung aus dem Buch Offenbarung von Johannes. Der Text ist das letzte Kapitel vom Buch Offenbarung. Und das Buch Offenbarung, oder auch Apokalypse, wie es heisst, die Enthüllung, hat Johannes, der Prophet Johannes, geschrieben für die Gemeinde in Kleinasien, die damals in einer grossen Bedrängnis haben müssen leben, zmitzt als kleine Gemeinde, zmitzt im grossen römischen Reich, vielmal angefindet, vielmal gefördert durch Gewalt, durch Verfolgung, durch Verlust von Mitgliedern. Mit den Sätzen, die da geschrieben sind, hört die ganze Bibel auf. Es ist das letzte Kapitel. Die ganze Bibel, das ganze Neue Testament, es ist der Schluss von der Heiligen Schrift. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Siehe, ich komme bald. Und mit mir bringe ich den Lohn, und ich werde jedem geben, was seinem Werk entspricht. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, sie haben Anteil am Baum des Lebens, und sie werden durch die Tore in die Stadt eintreten können. Der Geist und die Braut aber sagen: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, der komme! Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Er, der dies bezeugt, spricht: Ja, ich komme, bald. Amen. Komm, Herr Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Der Herr ist mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und betete: Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie ebenso geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt, und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Frauen und Männer, liebe Ministranten, liebe Mitchristen. Im Friedhof in Herisau führt ein Weg von der Abdankungshalle einen geraden Weg zu einem Tor hin, aus Stein. Und hinter dem Tor stehen einige Stele und dort sind Namen eingeritzt von denen, die im Gemeinschaftsgrab beerdigt worden sind. Das Tor aus Stein symbolisiert das Tor in die andere Welt, ins Jenseits, in die Welt, wo wir keinen Zugang haben und nicht wissen, was dort ist, wie das dort ist. Nur so ist unser Glaube, dass die dort liegen, und wenn wir alle dort mal sind, dass wir im Frieden sind und in der Liebe. Das Tor symbolisiert das Tor in die Stadt Jerusalem, ins himmlische Jerusalem, wie wir es in der Lesung aus dem Buch Offenbarung gehört haben. Und wenn man zu dem Tor hintritt, dann sieht man, dass dort an dem Tor an einer Scheibe Wasser abfließt. Immer wie das Wasser fließt die Rapp. Es steht für das Wasser des Lebens. Für das Wasser, wo man trinkt und nie mehr Durst hat. Wer durstig ist, der komme, haben wir gehört. Empfange umsonst das Wasser des Lebens. Ja, wir Menschen haben ein unruhiges Herz.
voller Sehnsucht. Voll von einem Durst, wo irdisch fast nicht löschbar ist. Wo immer noch mehr will. Wo eine ungeheure Sehnsucht in uns inne hat. Eine Sehnsucht nach Glück, nach Freude, nach Anerkennung, nach Ansehen, nach Liebe, nach Erfüllung. Ohne Ende. Der innere Durst ist irdisch eigentlich gar nicht löschbar. Das sieht man auch an dem, dass Menschen immer noch mehr wollen, nie ganz zur Ruhe kommen, wie das schon der heilige Augustinus beschrieben hat. Unruhig ist unser Herz, unruhig, bis es ruht in dir. Wir Menschen sind etwas, bringen etwas von Anfang an, wo einerseits ganz und gar menschlich, irdisch, vergänglich und sterblich ist. Und gleichzeitig bringen wir etwas in uns rein, wo etwas im Herz rein, wo etwas von der Unendlichkeit in sich hat. Und in dieser Spannung sind wir. Darum müssen Menschen alle Grenzen immer überschritten. Sind sie offen fürs Transzendente. Das, was über die Welt ausweist. Jetzt leben wir aber in einer Welt, wo Gott bei den Menschen immer weniger eine Rolle spielt, mindestens bei uns in Europa und vielleicht noch weiter oben. In einer Gesellschaft, wo Gott eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber ich glaube nicht daran, dass Menschen ohne Gott leben können. Sie fangen an, etwas anderes anzubetten, wenn nicht mehr Gott, wo jenseitig ist über allem, dann halt diesseitige Götter. So stillen viele Menschen ihren Durst nach Unendlichem und suchen Besitz, materielle Dinge, Ablenkung, Unterhaltung, Erfolg, Karriere, Macht. Weil Gott aus ihrem Leben verschwunden ist, betet viele Menschen den anders an. Das sind die modernen Götze. Auch die für sich sagen, sie seien Atheist oder Agnostiker oder einfach gleichgültig sind. Die Götze, die heutigen Götze, die heissen Wachstum zum Beispiel, Erfolg, Geld, Macht. Die Götze erfordern ihre Opfer. Sie fressen uns buchstäblich auf. Wer viel Geld hat, und es gibt Menschen, die haben unendlich viel Geld, die wollen immer noch mehr und ordnen dem alles andere unter. Und das Geld, das sich ansammelt auf der einen Seite, entbehren andere, die die Opfer sind. Die mit ihrem Leben dafür zahlen müssen. Mit ihrer Würde manchmal auch. Oder wir opfern dem Götze im Kapitalismus, wo heisst Wachstum. Immer muss die Wirtschaft noch mehr wachsen. So, es ist gerade schon Rezession, ist Untergang. Aber es ist gar nicht möglich, in einer endlichen Welt, dass man immer wachsen kann. Weil Wachstum bedeutet, man braucht Ressourcen,
Man braucht Wasser, man braucht Energie, man braucht Bodenschätze. Und die sind endlich. Wir sehen das heute am Klimawandel. Es kann gar nicht so weitergehen, wie wir leben und was wir alles brauchen. Wir opfern die Zukunft und das zukünftige Leben an einem Götz. Selig sind die ihre Gewänder waschen, heißt sie in der Offenbarung. Ein rätselhafter Satz. Selig sind, die ihre Bedürfnisse klären. Selig sind, die aufräumen in ihrem eigenen Innern. All die Wünsche, die Begierde, das Begehren, die Gefühle von Hass, Ablehnung, von immer noch mehr wollen, unstillbar. Selig, wer seine Gewänder wäscht, sich versöhnt mit seinen eigenen Bedürfnissen und mit dem, was ihm fehlt. Und es fehlt ihm noch etwas. Und kein Alk, keine Droge, keine Lust kann das letztlich stillen. Was macht uns glücklich? Das immer mehr? Es gibt eine schöne Geschichte vom heiligen Franz von Assisi. Der Franz von Assisi wollte ganz arm leben, ohne Besitz. Wie Jesus. Kein Häuser, kein Acker unterwegs sein. Nichts. Weil er gesagt, wenn ich Besitz habe, dann brauche ich auch Waffen, um den Besitz zu verteidigen. So hat er nichts wollen haben, nicht einmal, nur einen Sack quasi als Kleid. Er und der Bruder Matteo sind unterwegs gewesen, im Dorf in Mittelitalien. Und haben dort bettelt, haben um ihres Brot, ihres tägliche Brot bettelt, von Tür zu Tür. Und sie haben ein paar armselige alte Brotstücke bekommen. Dann sind sie vor das Dorf gegangen und dort war ein Stein an einer Quelle. Und dort haben sie die Brot, die sie bekommen haben, auf den Tisch, auf den Stein gestellt. Und dann ist der Franziskus in Verzückung geraten. Und hat gesagt, oh Bruder Matteo, wir sind eines so großen Schatzes nicht wert. Der Bruder Matteo hat gesagt, ja, also besser gut, lieber Franz, da sind nur ein paar alte Stück Brot und das ist unser ganze Mittagsmahl. Und der Franziskus hat nur auf die Quelle gewiesen, auf den Gesang der Vögel und auf das Brot, das sie da auf dem Tisch haben. Und hat dafür Gott gelobt. In grosser Freude. Offenbar entsteht Freude nicht mit dem, was wir haben. Offenbar ist Freude in uns etwas, wo entsteht, aber immer fast nichts haben. Nur wenig. Offenbar hängt auch die Freude zusammen mit dem, was man wahrnimmt, was ja da ist. Wie der Gesang der Vögel, wie das Wasser, das plätschert. Und das genügende Brot, das man davon leben kann. Oder was es denn ist. Spaghetti, muss ich denken, wenn ich an Miranda denke. Für uns ist Glück braucht es offenbar, wenn man sich dann ausrichten kann, nicht so viel. Wir können auch einfacher leben. Wir können auch Freude erleben mit weniger.
wir sind ja irdisch, menschlich. Und so sagt dann am Schluss von der Offenbarung, der Geist heisst das, also der Geist, der Kreator, der Ruach, der das Leben ruft, und die Braut, das ist das Geliebteste, wo in seinem Leben ist, Brut, Brötigam, wo man in einer Umarmung möchte sein und dort glücklich ist. Der Geist und die Braut aber sagen, komm. Wer hört, der komme. Wer durstig ist, der komme. Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens. Amen.
Wir wollen aufstehen zum Fürbittgebet. Guter Gott, du bist da und dein Geist wirkt in uns und um uns. Er tröstet, ermutigt und bewegt uns. Dieser Geist betet in uns, wenn wir dich bitten. Heile unsere Wunden, wenn wir trauern um unsere Lieben, um all das verlorene Leben. Wir bitten dich, erhöret. Bewahre unsere Kraft, wenn wir müde werden und nicht weiter wissen. Wir bitten dich, erhöre uns. Überwinde unsere Friedlosigkeit und schenke den gepeinigten Menschen in der Ukraine ein Ende der Gewalt und den Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Befreie uns, wenn wir uns selbst fern sind und leben wie im fremden Land. Wir bitten dich, stehe uns bei, wenn wir uns Gott verlassen fühlen wie ein mutterloses Kind. Wir bitten dich, erhöre uns. Und deinem Herz empfehlen wir auch Miranda Spadini und Franz Müller, dessen Gedächtnis wir heute begehen. Du bist da. So sind unsere Bitten bei dir angekommen. Erhöre unser Rufen. Amen. Und wir wollen miteinander singen, quasi das Bittgebet fortsetzen im Lied Kumbaya. Bei Nummer 215.
In diesem einfachen Brot bist du unter uns da, Jesus, ganz da. Du, der das Alpha ist und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte, bist da unter uns in der Gestalt von Brot. Es ist Zeichen für dein Leben, das du gelebt hast, für deine Hingabe an die Menschen und an deinen Vater. So wird das Brot, das wir miteinander brechen, zu Lebensbrot, zu Friedensbrot. Es stillt unseren Durst, unsere unendliche Bedürftigkeit. In diesem Brot bist du unter uns da, ganz da. Und so wollen wir beten, wie du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Schuld der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, gütig ist der Herr.
Ja, noch Mitteilungen von der Pfarrei. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die Arbeit der Kirche in den Medien. Herzlichen Dank für Ihre Spende. Dann sind Sie alle herzlich eingeladen zum täglichen Rosenkranzgebet im Mai. Es sind nur noch 2 Tage. Immer am 5:30 und mittwochs am 8:20 in der Kirche oder im Pfarreisaal. Anschließend an den Gottesdienst sind Sie alle ganz herzlich eingeladen zum Pfarreikaffee auf der Seite im Pfarreiheim. Am nächsten Mittwoch, am 1. Juni, ist Eucharistiefeier, am 9. wie immer im Pfarreiheimssaal, solange da gebaut wird, und da ist ja noch ewig. Denn am Donnerstag, am 2. Juni, ist am 5. Uhr Truhrkaffee in der Kulturwerkstatt an der Kasernenstrasse 39a. Dort, wo die Stuhlfabrik ist, dort hinten dran. Am Herz Jesu Freitag, am 3. Juni, ist vom 9. bis am 11. und vom 6. bis am 7. eucharistische Anbetung und am 4. ab 7. Eucharistiefeier mit Aussetzung vom Allerheiligsten. Ich glaube, das ist in der Unterkirche, oder? In der Unterkirche jetzt wieder. Dann hat mir der Pfarrer Oberholzer noch eine Broschüre ans Herz gelegt, eine Pfingstnovene. Sie findet die beim Ausgang, so eine Broschüre, grosse A4, in verschiedenen Sprachen. Sie liegt auf und sie wird Ihnen empfohlen zum Durchlesen. Sie können ja jetzt die Woche vor Pfingsten mal so eine Novene loslassen. Wenn Sie vom Balkon sind oder auf der Wiese oder im Garten, eine Pfingstnovene, der Heilige Geist. Denn am Mittwoch ist immer um 6:30 18.30 Uhr. 18.30 Uhr vor der evangelischen Kirche ökumenisches Friedensgebet. Nicht nur für die Ukraine, aber für die Ukraine, aber auch Jemen, anderen Orten, wo Krieg ist. Bitte nehmen Sie ein Kerzchen in einem Glas mit. Und wer keine hat, kommt dann über. So, und jetzt zum Schluss, wenn wir miteinander noch mal singen. Weit wie das Meer, es ist ja nicht nur der Himmel. Das Firmament, das Zeichen für die Unendlichkeit. Wenn man am Meer ist, hat man ja auch das Gefühl, obwohl es ein endliches Meer ist, es sei fast unendlich. Vom weit wie das Meer ist die Liebe Gottes. Bei Nummer 596. Um uns selbst zu finden,
Freiheit, die Leben zu gestalten weiß. Nicht leeren Raum, doch Raum für unsere Träume. Erde, wo Baum und Blume Wurzel schlägt. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe. Wie Wind und Wesen ewiges Dasein. Doch sind Mauern zwischen uns und anderen. Wir sehen einander nur durch Gitter an. Unser Gefängnis ist das eigene Wesen. Und seine Mauern nichts als unsere Angst. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe. Wie Wind und Wiesen ewiges Daheim. Sprich du uns frei, o Gott, in deinem Richten. Erst wenn uns du vergibst, dann sind wir frei. Deine Vergebung geht wie deine Liebe. Über die Menschen füllt nur Rassen hin. Weit wie das Meer ist Gottes große Liebe. Wie Wind und Wiesen, ewiges Daheim. Und jetzt bitten wir, liebe Mitchristen hier in der Kirche und in der Heim und im Spital, alle um den Segen Gottes. Es segne uns und alle, die uns anvertraut und lieb sind. Es segne alle, die einen Trost suchen und eine Unterstützung im Leben. Es segne alle, die nicht ein- und auswissen. Es segne alle, die dich suchen, der gütige Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen ganz schönen Sonntag und einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche und Ihnen ein schönes Pfingstfest. Und man muss an Pfingsten nicht weiss ich wohin fahren. Man kommt eh nur mehr in den Stau. Auch da ist es schön, oder in der Nähe ist es schön. Wir haben eine wunderbare Welt ganz nahe. Geht alle hin im Frieden.